Der weltweite Kampf gegen die Landverödung wird heute in Deutschland koordiniert, in Bonn im Gebäude der Vereinten Nationen. In den frühen 70er Jahren wurde vor allem Afrika von schlimmen Dürren heimgesucht. Hunderttausende starben damals. Die internationale Staatengemeinschaft begriff, dass es Zeit war, zu handeln. Eine inzwischen berühmte UN-Konferenz brachte 1992 das Problem erstmals prominent auf die politische Bühne. 1994 wurde ein weltweites Übereinkommen zum Kampf gegen die Desertifikation abgeschlossen. 1996 trat es in Kraft. Desertifikation ist eine globale Bedrohung. Und heute haben 193, bald 195 Länder und Staatengemeinschaften, wie zum Beispiel die EU, die Konvention unterzeichnet und ratifiziert. Landverödung bedroht das Wohl des gesamten Planeten. Kein Land, das davon nicht betroffen ist. Wenn es nicht direkt betroffen ist, so wird es dennoch unter den globalen Folgen leiden, am Verlust der biologischen Vielfalt, am zunehmenden Klimawandel, an der abnehmenden Ernährungssicherheit und sogar an Konflikten. Für viele sind die Folgen des Klimawandels noch nicht zu spüren. Aber für die Menschen in den Trockengebieten der Erde sind sie schon heute real. Die länger gewordenen Dürreperioden führen dazu, dass sie nicht mehr genug ernten, um satt zu werden. Wir als Weltgemeinschaft müssen diesen Menschen helfen, damit sie sich anpassen können an das veränderte Klima und seine Folgen für die Landwirtschaft. Auf Dorfebene gibt es zahllose Erfolgsgeschichten. Die Herausforderung besteht nicht darin, herauszufinden, was funktioniert, das wissen wir. Wir müssen das, was funktioniert, aufwerten und verbreiten. Dafür sorgen, dass funktionierende Konzepte auch andernorts in der Welt umgesetzt werden. Die entwickelten Länder müssen mehr Verantwortung und Einsatz zeigen, nicht nur mit Worten. Ich meine, alle Länder müssen sich verantwortlich und betroffen fühlen und müssen alle ihre Kräfte bündeln im Kampf gegen die Desertifikation. Und dies möglichst schnell. Desertifikation gilt neben Klimawandel und dem Verlust an Biodiversität heute als eines der drei großen Umweltprobleme der Erde.